Ja, also der Holger wird uns heute zeigen, eine Edelstahlgärung vom Handlauf, Geländer. Wir starten jetzt direkt mit unserer Fächerscheibe, mit der ziehen wir erstmal die Schweißnaht runter. Das sieht man halt auch wirklich gleich vom Ergebnis, wie geil spitz auch die Ecke hinten ist, die Gärung, also das ist echt der Hammer. Jetzt haben wir hier unsere Gärung erstmal grob rausgezogen mit unserem Schleifpapier. Jetzt gehen wir gleich in den nächsten Step und ziehen mit der Kehlnahtscheibe nochmal einmal richtig schön unsere Kehlnaht innen drin raus. Hier wird quasi noch manuelle Manneskraft reingenommen.